Herzlich willkommen bei Brandenmundorfs Astrophysik TV. Können weiße Zwergsterne explodieren? Bevor wir diese Frage beantworten, möchten wir erstmal kurz erklären, was ein weißer Zwerg überhaupt ist. Ein weißer Zwerg ist sozusagen ein Sternleiche. Also wenn ein massenarmer Stern, also ein Stern mit einer Ausgangsmasse von unter 8 Sonnenmassen, den Riesenast erreicht, also zum roten Riesenstern wird, wird der rote Riesenstern irgendwann zu einem weißen Zwerg. Das heißt, die Hülle wird abgeworfen und es bleibt dieser kleine erdgroßer Kern übrig, was man natürlich als weißen Zwerg bezeichnet. So, und da sieht man auch diesen wunderschönen planetarischen Nebel. Das ist sozusagen noch dieser Sternüberrest, aber das verschwindet nach ein paar tausend Jahren von selbst. Aber jetzt zu der Ausgangsfrage, können weiße Zwerge explodieren? Die Antwort ist ja. Natürlich würde ein weißer Zwerg nie von selbst explodieren, sondern da muss etwas mit denen passieren. Da ist die Masse das Entscheidende. Das heißt, der weiße Zwerg muss sozusagen schwer genug sein und diese Massengrenze hat auch einen bestimmten Namen, was Candrase-Cra-Grenze bezeichnet wird. Diese Massengrenze ist kein konstanter Wert, also die ist nicht bei jedem weißen Zwergen gleich, sondern hängt von der Sternmaterie ab. Bei Sternen, die vorüberwiegend aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen, liegt diese Massengrenze bei 1,45 Sonnenmassen ungefähr. Aber bei weißen Zwergen, die aus einem Eisenkern aufgebaut sind, sind es 1,256 Sonnenmassen etwa. Sieht man schon diesen immensen Unterschied. Aber wie zum Beispiel könnte man einen weißen Zwergen dazu bringen, dass er diese Massengrenze überschreitet? Ein typisches Phänomen dafür ist die Supernova von Typ 1a. Da hat man ein Doppelsternsystem, also ein roter Riese und ein weißer Zwerg. Der weiße Zwerg beginnt sozusagen diesen roten Riesen auszusaugen. Der weiße Zwerg wird dadurch schwerer, bis irgendwann diese kritische Massengrenze erreicht wird, was dann zu dieser Explosion von dem weißen Zwerg führt. Ein weißer Zwerg sozusagen wird durch den Entartungsdruck stabilisiert, was den weißen Zwergen vor dem Kollaps bewahrt. Aber sobald diese 1,44 oder 1,256 Sonnenmassen überschreiten wird, je nachdem wie die Sternmaterie ist, davon hängt ja diese Massengrenze ab, kann der sogenannte Entartungsdruck, was den weißen Zwerg normalerweise stabilisiert, nicht mehr vor dem Kollaps bewahren. Das heißt, der weiße Zwerg explodiert. Jetzt kommt auch die Frage, wäre für unsere Erde eine solche Explosion gefährlich? Hängt von der Distanz ab. Aber eins steht fest, würde ein weißer Zwerg mit einer Entfernung von unter 100 Lichtjahren ein solches Phänomen ausführen, könnte es schon gefährlich für die Erde werden, würde die ganze Energiemenge dabei freigesetzt werden. Die sollen sogar größer sein als bei einer Kernkollaps-Supernova. Warum das so ist, das verstehe ich irgendwie selber nicht. Warum das so ist. Aber eins steht fest, bei einer Entfernung von unter 100 Lichtjahren wäre eine thermonukleare Supernova, also eine Supernova von Typ 1a für unsere Erde gefährlich. Ich hoffe, dass euch dieses Video erfahren hat und bis zum nächsten Mal dann auf Wiedersehen.